Hallo und herzlich willkommen zurück im LS19 auf der oberen Glantal in der Südwestpfalz bei einem weiteren Video heute am Mittwochmorgen, müsste es eigentlich sein. Ich hatte eigentlich vor, den Case hier zu waschen bzw. Mähwerk und Wände zu waschen, aber ich habe gerade gesehen, da ist schon etwas Gras wieder herangewachsen und da können wir ja gleich mal testen, ob wir mit CP unsere Wiese mähen, wenden, spaden und so weiter machen können. Das wäre interessant herauszufinden. Ich hatte eben schon mal probiert, eine Folge aufzunehmen. Hatte dann mit dem Abfahrer für Feld 17 einen Deal, dass er, dass er mehrere, ich habe dann glaube ich vier Kurse gespeichert. Dass er das Feld 17 abtankt und dann auf dem Hofsilo fährt, ablädt und zurückfährt. Die Fahrt hat er auch geschafft. Und irgendwann ist dann das Spiel abgekackt. Keine Ahnung, ob das jetzt wieder, ob das ein Fehler jetzt von hier her meine Hardware ist oder von, weil es zu viele Kurse waren. Ich weiß es nicht. Das werden wir rausfinden. Wenn es nochmal passiert, müssen wir es anders machen. Ganz einfach. Ja? Ich fahre jetzt erstmal mit dem hier, First Place drauf, wunderbar. Fahre ich jetzt mal einen Kurs um meine Wiese herum. Ich fahre jetzt natürlich, ich weiß es, nicht schimpfen. Ich werde jetzt wahrscheinlich einiges an Glas platt fahren, an Gras, ja, kaputt fahren. Aber im Endeffekt bringt es uns allen was, weil ich habe eine Arbeitserleichterung durch CP und euch wird es nicht mehr ganz so langweilig. Wenn ich dann folgenlang hier Gras mähe und so weiter. Und da hoffe ich, dass das jetzt so mit CP doch einiges besser funktioniert. Aber ich bin eigentlich ziemlich überzeugt, dass es so ist. Und wir haben hier eine Insel in der Mitte, aber die wird er nicht erkennen. Deswegen fahre ich schlicht und ergreifend auf dieser Seite des Windstreifens hoch. Und auf der anderen Seite der runter, logischerweise, dass wir diese Insel in der Mitte direkt ausschließen. Hätte auch sein können, dass es mit der Inselerkennung funktioniert, aber so bin ich direkt außen rum gefahren und dann geht es. Und mal gucken, wie wir jetzt die Bahnen einstellen, dass er nicht irgendwo nur einen Meter fährt oder gar nicht fährt. So, da sind wir. Noch ein Punkt, so, und Stopp. Das speichere ich jetzt unter Grundkurs Wiese. Grundkurs Wiese unten. Dann weiß ich, die ist unterhalb vom Hof. Okay? Danke. Wiese unten. So. Auf dieser Basis werde ich jetzt einen Kurs generieren lassen. Ich mache dieses Vorgewende Powerman. Eigentlich könnte er im Kreis mähen, aber es geht halt durch die Gestaltung der Form nicht so. Ich mache mal zwei Vorgewände, ich lasse ihn mal generieren. Was er meint, wie sieht es aus? Das sind kurze Bahnen, ne? Ja, eigentlich Wurst. Wir können es ja mal so lassen. Das speichere ich jetzt in der Wiese. Wiese unten mähen. Und das waren glaube ich 8,70 Meter oder so. So. Und jetzt schauen wir mal. Soll am ersten Punkt anfangen und hoffentlich alles richtig machen. Beim 17er ist er glaube ich bis zum ersten. Nee. Er hat alles aufgeklappt. Wie war denn das? Er hat
hat es eigentlich erst aufgeklappt, nachdem er am ersten Wegpunkt war, ne? Ja gut, von mir ist kann ich es so machen. Wenn es funktioniert, soll mir recht sein. So, hier habe ich gesagt, werde ich den normalen Helfer weiterlaufen lassen. Ich hoffe, dass das kein Problem für euch ist. Und bei dem hatte ich, wie gesagt, schon Kurse angelegt, aber die sind bestimmt nicht gespeichert worden. Oh, sie sind gespeichert worden? Ich könnte mich freuen. So, also ich mache nochmal. Feld 17 abtanken, haben wir schon gemacht. Vom Feld 17 soll er kurz vors Hofsilo fahren. Am Hofsilo soll er abladen und dann von da wieder zu Feld 17 fahren. Ja? Es ist hier Drescher abtanken und abfahren. Und den Drescher haben wir ausgewählt. Wir haben nur einen, den kleinen Case. So. Und dann habe ich gesagt, beginne bitte. Und ich bitte jetzt schon mal um Entschuldigung, falls das Spiel jetzt gleich wieder abkackt. Oder der Helfer. Ah, das ist natürlich optimal. Wenn es gleich wieder abstürzt, dann tut mir sehr leid. Dann liegt es wirklich daran, dass auf der oberen Klantal, oder wäre es so, dass auf der mit dieser Karte hier mit ja, 4, 5 natürlich verschiedenen Kursen das Ganze nicht zurechtkommt, oder mein Prozessor, meine Kraka verträgt das Ganze nicht. Das werden wir jetzt sehen. So. Es war nämlich so, dass ich mit jenem wollte ich dann das Gemähte zusammenschwaden und war kurz, bevor ich im Hof den Schwader anhängen konnte, ist der LS19 abgebrochen. Ja. Also deswegen, ich warne schon mal vorher. Ah, hier kommt unser Abfahrer. Den können wir gerade mal gemeinsam beobachten, ob er alles richtig macht. Er hat ja schon einen Teil von der letzten Folge im Hänger drin. Deswegen müsste er jetzt auch ausleeren. Ausleeren. Plan ist schon mal weg, der sieht gut aus. Und was machst du? Er kippt ab. Sehr schön. Okay. Jetzt haben wir hier natürlich den Schwade mit der Überbreite, sage ich mal ganz vorsichtig. Wir haben ja jetzt, ja, wie soll ich sagen, wir haben eine Mähwerksbreite von fast 9 Metern. Der fährt übrigens da unten. Scheint zu funktionieren. Aber ne, erst abwarten. Wir haben 9 Meter Mähwerksbreite, haben hier 14,5 Meter Schwaderbreite. Ich kann den trotzdem auf den Kurs fahren lassen, wie den Traktor mit dem Mähwerk. Weil das völlig egal ist, dann wird irgendeine Schwarte halt doppelt gezogen oder sonst was, aber die liegen dann trotzdem auf der Spur, die wir später brauchen, um die Ballen pressen zu lassen. Gell? Dann kann der mal kurz pausieren. So, der hat noch ein bisschen zu tun. Der ist fast voll. Das heißt, unser lieber Abfahrer kommt schon um die Ecke und hat hoffentlich den richtigen Abstand. Jetzt wird spannend, Leute. Ne, wird's nicht. Und. Bitte. Jawohl. Schön mit Genuss drin, ne? So. Das scheint auch zu funktionieren. Wie gesagt, das kann jeden Moment abstürzen. Ich hab, ja, momentan keinen Einfluss. Ich gehe mal kurz hier rauf, weil, oh, gespeichert wird's, Gott sei Dank jetzt schon immer. Wir gucken mal nach Aufträgen. Der ist abgeschlossen, können wir abschließen. Dankeschön. Den habe ich fehlgeschlagen, den habe ich abgebrochen. Düngen. Feld 6. Wo ist Feld 6?
natürlich am A der Welt gegenüber vom Händler. Das macht aber nichts, weil wir jetzt die Maschine eh ausleihen. Das können wir tatsächlich machen. Feld 6 düngen. Werden wir den Ver nee, Geräte ausleihen, machen wir. Und dann können wir auch gleich mal testen. Ja, hier lässt er halt stehen, weil hier nicht richtig eingesät wurde, aber das kriegen wir vielleicht auch in den Griff. Jetzt können wir hier mit dem testen, ob wir Mission mit CP auch machen können. Da kann man nämlich leicht das Konto aufbessern. Und umso schneller haben wir dann unseren riesen Kredit abgezahlt. Und ich habe aber hier keine Dünge. Das heißt, ich muss tatsächlich in den sauren Apfel beißen und werde hier, es sind 2000 Liter, ja, den nehme ich zuerst mal. Vielleicht reichen sie, wenn wir Glück haben. Weil sonst müsste ich tatsächlich doch auf den Hof zurückfahren und das Dreckding auffüllen. Ja, das ist kein Bock, das ist nämlich ein bisschen weit, gell? So. Feld 6 ist hier direkt gegenüber. Kurze Wege, sehr schön. So, mal aufklappe das Spielzeug da. Also eigentlich mit der Spannweite könnten wir den Acker auch selbst düngen. Aber es geht mir eigentlich darum, ich möchte mal gucken, ob das akzeptiert wird, dass wir die Mission auch mit CP machen. Müsste eigentlich, weil, woher soll denn der wissen, wer das fährt, ja? Ich würde sagen, einen Vorgewende und der Rest kannst du gucken, wie du es machst. So, den Kurs speichern wir natürlich nicht. Hier müssen wir auswählen, düngen und säen. Dann lassen wir uns das anzeigen. Das ist Feld 6, gell? Genau. Automatisch ein Vorgewende generieren. Und erster Wegpunkt. Viel Spaß. Wird angenommen, läuft. Keiner motzt. Gut, wo sind wir denn hier? Du wartest, bis der Füllstand erreicht ist. Das ist sehr, sehr löblich. Hier oben haben wir halt das haben wir ja vorhin gesehen, er fährt jetzt halt die kurzen Bahnen hin und her, was etwas sich in die Länge ziehen könnte. Aber er macht es wenigstens. Und schon ist es so, dass der Papa nichts mehr zu tun hat. Ja, nee, ist jetzt nur in dem Fall so. Es wird auf jeden Fall besser. Wir können dann, wenn die Ballen gepresst werden, kann ich direkt nachfahren, kann die einsammeln. Dann können wir sie gleich ins Lager bringen. Wunderbar. Ich hoffe, dass die Hardware und alles Mögliche hält, dass es nicht nochmal abkackt. Momentan schaut es gut aus, aber ja, die Oper ist nicht vorbei, bevor die dicke Frau gesungen hat. Seht mir so. Ja. Ich trinke gerade was, deswegen bin ich so ruhig. Das gute ISO-Sport, ne? Wenn man schon keinen Sport macht, muss man wenigstens was in der Richtung trinken. Was auch geil ist, ne? Dass der CP-Fahrer unsere Frucht in Ruhe lässt. Also er erntet sie zwar, aber fährt sie nicht kaputt. Auch der Abfahrer fährt nicht kaputt. Ja? Das ist sehr, sehr gut. Nur den Streifen hier, den hätten wir dann tatsächlich mit CP machen müssen oder können. Aber hier in dem Fall lasse ich unseren schönen schwarzen Drescher, der sieht cool aus, mit Kette vorne. Oder Terra Tracks, wie auch immer. Der macht das so ganz gut, deswegen störe ich ihn jetzt auch nicht weiter. Was sagst du? Bist meiner Meinung? Gut. Also,
wir haben gemerkt und gesehen, CP funktioniert auch bei den Missionen. Ja, den entlasse ich jetzt und schmeiß das raus. Ich mache das jetzt mit der Hand fertig, weil ja. Ah, der schafft jetzt nichts mehr, der faule Hund, kriegt einen Haufen Geld dafür. Ja, so ist das alles immer, ne? Und das sind in der Mitte nur eine Bahn und dann haben wir schon wieder die Asche im Sack, Leute. So ist es, du. Da haben wir doch den Busch. Normalerweise bin ich nicht gewöhnt, so dass der Busch, aber beim LS90 geht es nur. Das reicht nicht ganz. Macht nichts. Vielleicht kommen wir in die Nähe der Prozente, dass wir trotzdem fertig sind. Nummer 3. Ich will Nummer 3. Ja, mit dem abgestürzten Video vorhin, ich nehme an, dass der, das hatte ich schon öfter, LS19 gestartet, alles wunderbar und dann geht er wieder zurück auf den Windows-Bildschirm. Das ist wahrscheinlich quasi zu kalt. Ja, der war heute den ganzen Tag aus, ich war ja arbeiten. Dann hat er gedacht, Junge, wenn du jetzt reinkommst, ja, und sagst nicht mal Hallo zu mir, bevor du mich anschaltest, dann kannst du mich mal am, ne? Genau. So, Lohndienstleistung abgeschlossen. Dankeschön. Dann können wir uns die 5000 Euro kassieren. Hier wäre auch nochmal bei Feld 18, wo ist das? Das ist unten, das können wir selbst machen. Das könnte man tatsächlich jetzt noch selbst machen. Das sind auch nochmal fast 6000 Euro. Was will der haben? Unkrautvernichtungsmittel. Eieiei. Dasselbe Fahrzeug? Nö. Ich mache das mit meinen. Feld 18, Giftspritze, mit dem alle anderen sind besetzt. Da kann der andere, unser Optum ist es, gell? Ja. Da kann der auch in Ruhe das Gras fertig schmieren und wenden. Dann machen wir noch ein bisschen Kohle in der Zwischenzeit. Ich hoffe, dass hier auch hier müsste eigentlich Pflanzenschutz drin sein, weil zum Düngen haben wir ja die Schleuder. Der ist sogar. Ich kurz ins Esse. Moment, wir brauchen ein Gegengewicht. Whoops. Ja, ich habe jetzt auch schon beim. Zwar produziere ich Videos vor, was jetzt in dem Fall nicht wirklich günstig war, weil CP, genau weiß ich nicht, ich glaube am Sonntag kam das, gell? Ist ein bisschen ungewöhnlich, wenn es so wäre, aber egal. Und da hatte ich schon fast meine ganzen Videos vorproduziert bis zum Mittwoch, also bis heute. Ja? Und da habe ich mir gedacht, komm, bevor die Jungs sich noch mehr langweilen über meinen Krempel hier, fängst du wenigstens an. Ich habe jetzt, soweit ich, wenn ich richtig bin, ist diese Folge, die ich gerade aufnehme. Hallo, ich bin gerade aufnehme. Die kommt am Mittwochmorgen. Und dann später kommt die NF Marsch um 9 Uhr. Die müsste aber noch, glaube ich, ohne CP sein. Aber nagelt mich nicht fest, bitte. Aber die Südhimmel, die dann am Mittag kommt um 14 Uhr, die ist mit CP wieder aufgenommen. Wenn ich nicht gerade so viel Alkohol im Blut habe, aber so müsste es eigentlich sein. Ne? Weil ich habe Videos lang, wochenlang, wie alle anderen auch, immer geschimpft und CP, wann kommt's, keine Ahnung, lasst euch Zeit, macht's richtig. Und jetzt ist es da und dann müssen wir ja auch CP-Video einsetzen, ist ja logisch, gell? So ist es. So, Feld 18 war das. Das müsste hier irgendwo reingehen, runtergehen, whatever. Da ist kein Weg, was mir los. Mal um die Karte gucken.
Nein, das ist es nicht. Die 18 ist da vorne. Aber gut, da fahren wir den nächsten Strauß rechts hin. Ja, wann kommt die Straße da? Du musst rechts hin, du Babschnut. Ah, guck mal da. So. Alle fort, dann werden wir hier die 18 zu Kraut weggeschossen. Oh, das ist der Arsch, buckelisch du, hä? Da wird er wieder sich ganz schön quälen, der Bärschnuff, das A-Praktische. Jetzt haben wir das. So, ganz einfach. Einfach. Hier hinstellen, rechte Maustaste, düngen und sehen, sagen was man möchte, hier, ja, wir sind auf der 18, haben 24 Meter Reichweite, automatisch, wir fahren hier mal 2 Vorgewände, weil er nicht so bright ist, generieren den Kurs und sagen, kann man lassen und speichern brauchen wir nicht, weil das nicht unser Dauerknopf der Kurs ist, erster Wegpunkt und dann darf er viel Spaß haben. Los, verdient Geld. Los, Schufte. Ja, der ist noch am Schwitzen. Ich weiß nicht, ob der von der Seite schon war. Ne, sieht nicht so aus. Der macht es aber gut, muss man wirklich sagen. Sieht gut aus. Wie das Endergebnis aussieht, sehen wir in der nächsten Folge. Die kommt morgen um, keine Ahnung, 5:30 morgens, glaube ich, gell? Naja, so eine Dreh. Ja, ich freue mich, dass CP am Start ist, dass das alles so läuft. Und hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Und wenn es so ist, gerne ein Abo da lassen, gerne einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Ich kann es auf jeden Fall gebrauchen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.